meiner Freunde sind deutsch. Er ist ein Geständnis schon fast. Viele meiner Freunde sind deutsch. Wir saßen letztens in einer Runde zusammen, haben so ein bisschen über Auslandserfahrung geredet. Und eine Freundin von mir hat sich dann beschwert und meinte dann so, also das Ding ist, sie war in Afrika und hat geholfen. Oder irgendwie sowas. Und sie hat sich dann beschwert und meinte dann so, ja, und nach einem Jahr war ich immer noch nur die Weiße. Und meine Freunde nehmen das so ernst und so, oh, okay. Und ich war irgendwie der Einzige in der Runde, der dann so meinte, was? Nach einem ganzen Jahr? Schwester, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Ein Jahr. Die haben dich wirklich auf ein angenehmeres Leben reduziert. Was ist passiert? Und ich kenne irgendwie ein paar Leute, die nach dem Abi für ein Jahr in Afrika waren. Und einige von denen haben mir erzählt, dass es unter anderem später ganz gut war für den Lebenslauf. Das hat ihnen so geholfen bei Bewerbungen für Jobs. Und ich dachte mir so, krass, ein Jahr in Afrika bringt echt viel. Ein Leben in Afrika bringt irgendwie gar nichts. Also es gibt anscheinend einen Punkt, ab dann ist man überqualifiziert oder so. Wenn Menschen aus Afrika nach Europa kommen, ist man hier so, ey Leute, ihr habt zu viel Auslandserfahrung. Und zu viel. Auslandserfahrung ist irgendwie die einzige Spalte im Lebenslauf, wo man es übertreiben kann. Kommen an der europäischen Grenze an, kriegen erstmal kein gutes Feedback. Ihr habt zu viel Auslandserfahrung. Das hier ist ein weißer Kontinent. Wir haben schon ein paar von euch drin. Wir wollen im Schnitt unter beige bleiben. Das ist unser Schnitt, den wir anpeilen. Das ist einfach unser Ziel. Das müssen wir machen. Leute gehen aus Europa für ein Jahr nach Afrika. Irgendwie kommt niemand aus Afrika nach Europa nur für ein Jahr. Niemand ist so, ein Jahr Europa. Ich lasse mich mal drauf ein. Und nach einem Jahr, ich habe irgendwie gemerkt, Sicherheit und Wohlstand ist nicht mein Ding.